bin ein Becherbub und hoff mit einer Freit, wenn ich mein Lotto nimm und über die Leiden steig. Wenn ich mein Wechsel nimm und fang zum Blitzen an, dann geht ein Juckert auch mein Dirndl an. Wenn ich mein Wechsel nimm und fang zum Blitzen an, wöchentlich wurde nachgehobelt. Da bin ich niedergesessen und auf der Unterräum hab ich ein Hütchen gegessen. Da drum beim Holter Gründel, da hab ich drunter am Mond. Da bin ich ausgegangen durch das Ernte seit Jahrzehnten. Wir machten einen Ausflug nach Hölles zum Pecherfest. Echt war? Ja. Das ist gar nicht wirklich. Wenn mal viel Wasser drin ist, aber. Ein neuer Baum wurde angepecht. Da ist es jetzt wieder ein unterer Haube. Das ist wieder ein unterer, ja. Aber das ist wurscht. Das ist ein Haube, der nur für so zum Aufschneiden kann. Jeder? Ja. Diesmal mit dem Voltron-Hobel. Das ist schon kein Tag. Ich habe ja dort endlich im Baumstein, der mit einem Ultra-Hobel gemacht worden sind. Ich war schon so viel drin unter dem Baumwetter. Es kamen auch immer wieder Zuschauer vorbei. Ja. Oh weh, oh weh. Da ist, ist die, da ist ja. Dürftig benannt. Das ist doch nicht wahr.
Schließlich wurde noch ein dritter Baum mit der Schartenmethode angebecht. Das ist heute die neue Variation. Heute war es soweit. Eine Lerche wurde angebohrt, um Pech zu gewinnen. Danach ging es wieder einmal zur Botschafterhütte. Auch bei der Hütte von Franz wurde nach dem Bächen eingekehrt. Tanja Haberler machte auf dem Weg zur Geburtstagsfeier Halt bei den Pechbäumen. Thank you.
mehr interessierte unsere Pecherei. Pechschutz wurde genäht und probiert. Das Lärchenpech riecht zwar gut, ist aber sehr dürftig. Nach dem Pechen geht's auf die rote Wand. Letzte Mal für heuer. Ja. Aber was denn, wenn wir nicht mehr reinbringen ins Häuferl? Jetzt wird mit dem gewonnenen Pech Salbe zubereitet. Ein paar Rose hat gesagt, sie hätte einen Abstechzeichen ausgestellt, ja. Und auf Jahren noch was weg. Das greift sich hier noch bitte. Da ist noch was drin, ja. Da ist schon ein Nadel. Ja, schau, was da noch reinkommt. Ja, das ist kleiner. Ich hab gerade geschaut, was das ist. Da steht das drauf, mein Gott. Nein, das ist Binnenwachs. Kannst du es nicht schnell herstellen? Ich glaube nicht. Das ist doch ganz egal. Ich weiß nicht, gerade so neben. Opa nimmt den Löffel. Kannst du helfen? Schau mal, wie viel schon drin. Alle anfüllen dürfen wir es eh nicht, oder? Nein, nein. Jetzt ist er dann zu wie einladen. Bei der nächsten Salbe waren viele Zutaten nötig. Wow. Laut deinem Garten schauen. Ist der kalt? Binnenwachs? Ich war schon im Schweiß gebadet, weil man dachte, du bist ja schon recht genau. Jeder kommt einmal dran und dann wieder von hinten. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass da was rauskommt. Ja, ist das in Ordnung? Ja. Dann hab ich Glück gekauft. So ein Steinhart. Ja, den. Ja.
Verwandten wissen ja genau, wie viele erotisch meine Zeugs ja waren und das Heuer sind. So, nichts. Andere Firma, die rote Farbe geliefert, dann ist probiert worden. So viel dazu, so viel dazu, so viel. Und schon sind die ersten Salben fertig. Schon Ende Oktober. Da ist meistens schon ausgefasst gewesen. Zum Abschluss wurden noch alle Häferl entleert und der Scherbech abgekratzt. Kannst du ausheizen? Ja. Was brauchst du, wenn der was am Eingang lädt? Ach, geht eh. Schluss für heuer. Mei, geht's uns gut. Und der Geist schon. So ist nicht schlecht, der Geist wird jetzt flott. Danach wurden wir von Inge und Erich auf der Botschacher Hütte eingeladen. Ja, die Becher vom machen einen Abschluss. Gibt's ein gutes Essen? Ja, voll gleich so. Ja. Wir werden die Creme probieren und dann werden wir berichten.